Jo, hi und willkommen. Mein Name ist Andi Roll P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Die Schatulle sah so aus, jetzt könnte ich damit interagieren, kann ich aber nicht. So, wir sind hier in dieser Kirche immer noch und ja, wir haben sie hier, Iris, haben wir gerettet und ja, diese Shinra-Soldaten, die haben wohl keinen Bock mehr zu folgen und ja, ich habe noch mal geladen. Ich habe diesen einen Spielstand hier geladen, wo hier so ein automatischer Speicherpunkt war. Hier. Und ja, da sind wir dann da rausgekommen, wo die Verfolgung begann, also nach dem Kämpfen. Und ja, ich habe dann geguckt, ob ich diese Materie suchen kann, aber geht nicht. Diese komischen Dementoren hier, die haben irgendwie den Raum blockiert, also den Eingang von diesem Raum. Und kam da nicht durch. Iris hat so gesagt, wir können da nicht durch und so. Die wollen uns blockieren und ja, anscheinend kann ich da nicht hin. Also ja, die Batterie, die kann ich gar nicht erreichen. Also ja, so viel dazu. Aber ich habe versucht, die zu holen. Das soll man mal ja nicht unterstellen, ne? So, wie geht's denn jetzt weiter, ne? Das ist meine Truhe. Ein Wachmacher. Und ja. Schnell, bevor sie uns einholen. Nein, die haben uns. Treten den Rückzug an. Haben wohl aufgegeben. Na, da sitzt er. Na gut. Ja, weiter. Gott, warum sind diese Viecher ja rumfliegen? Zu mir wissen, was genau die für eine Bedeutung haben. Verschwunden. Was wollten die nur? Bestimmt. Ach, vergiss es. Ich weiß auch nicht. Komm, gehen wir. Doch, du weißt es. Du erzählst mir nur nichts. Vom Dach aus haben wir bestimmt eine bessere Sicht. Da! Dort hinten, neben dem Pfeiler, ist der Bahnhof, Cloud. Was ist? Gehen wir? Ja. Na gut. Schön, die sind ja da hin und her gesprungen, genau. Und was hast du jetzt so vor? Fürs Erste beschütze ich dich weiter. Das hatte ich gehofft. Und danach gehe ich in die Slums von Sektor 7 zurück. Kennst du denn den Weg dorthin? Klar. Ach, wirklich? Ja, wirklich. Mir war froh, dass wir endlich mal einen Tapetenwechsel haben und neue Charaktere sehen. Also, ja. Das ist doch auch schon mal was. Sektor 7 ist ein bisschen öde geworden, vor allem, weil sich halt so gezogen hat. Dieser Typ in dem Anzug vorhin, der gehörte doch zu Shinras Turks. Was wollen die denn von dir? Keine Ahnung. Vielleicht suchen sie Rekruten für Soldat. Sowas machen die Turks doch, oder? Das ist nur ein Teil ihrer Aufgaben. Aber sie sind auch Shinras Leute fürs Grobe. Und schrecken vor Gewalt nicht zurück. Erpressung und versuchte Entführung haben wir ja heute schon gesehen. Zurück zu meiner Frage. Was hat jemand wie du mit so einem Kerl zu schaffen? Sah aus, als kanntet ihr euch. Keine Ahnung. Vielleicht wollen sie ja mich für Soldat rekrutieren. Vergiss es. Hey, nicht eingeschnappt sein. Pass auf, hier wird der Weg enger. Ja, danke. Er weiß eindeutig was, will uns aber nichts erzählen. Das ist schon ein bisschen offensichtlich. Oh Gott. Diese Geister sind auch langsam weg, wenn ich das sehe, ne? Gibt es aber auch nichts irgendwie für mich zum Einstecken. Schade. Dieser Ausblick. Ehrlich gesagt, bin ich heute zum ersten Mal hier oben. Das überrascht mich nicht. Also, ich finde das Ganze ja unheimlich spannend. Das lässt irgendwann nach. Ne. Ich hasse Spaß und Spannung. Und Kinderüberraschungen. Ich habe das Iris-Thema, was im Hintergrund läuft, ne?
Stimme hat ja am liebsten ein bisschen lauter anhören, aber dann hört man alles in Echo und das ist voll kacke in der Aufnahme. Warte, nun warte doch mal. Jetzt renn doch nicht die ganze Zeit vor. Ich komme ja gar nicht hinterher. Und dich soll man für Soldat rekrutieren wollen? Fies bist du auch. Okay. Haben wir aber schon hinter mir. Was ich steche dich nicht an meinen Riesenknüppelschwert. Eigentlich niemand? Die Häuser sind alle verlassen. Wir stören niemanden. Und da ist eine Truhe endlich mal. Ah, irgendwie ein Supertrank oder so, lass mich raten, ne, Äther. Also unspektakuläres Zeug. Geh mal ein bisschen aus dem Weg. Ich komme hier nicht durch. Danke. Alles klar. Welchen Sektor sind wir hier eigentlich? Die ist ja Slums von Sektor 5. Ja, okay, wir waren ja für Platte von Sektor 5, aber wer sein können, dass wir irgendwo anders geflogen werden. Pass auf. Ja, ja. Huch. Vorsicht. Jetzt bleib mal locker, Cloud. So leicht falle ich schon nicht runter. Oh nein. Nee. Ich hätte auch nichts drücken können, okay. Mich erschrocken. Vielen Dank, Cloud. Sieh mal, der Wall. Einmal wäre ich fast nach draußen gegangen. Hab's am Ende aber doch gelassen. Ist auch viel zu gefährlich. Ich habe gehört, dass die Welt außerhalb von Midgar grün und voller Tiere sein soll. Manchmal frage ich mich, ob ich an so einem Ort überhaupt leben könnte. Vielleicht nicht. Die Slums machen mir nichts aus. Ich lebe sogar gerne hier. In dieser Stadt bin ich zu Hause. Die Leute in den Slums sind so stark. Die lassen sich nicht unterkriegen, obwohl sie allen Grund dazu hätten. Ihr Lebensmut ist richtig ansteckend. Cool Story. Ist noch irgend... Die ist noch hier? Nein, okay. Okay. Ich schub sie einfach da runter. Na gut, dann mal auf wieder nach unten. Dieses Mal gehe ich aber vor. Du versuchst sonst nur wieder mich abzuhängen. Na gut. Schaffst du das auch? Mit Links und Fieber. Siehst du? Wozu brauche ich dich eigentlich? Ich gehe einfach vor und lass dich zurück. Hoppla! Weniger reden, mehr konzentrieren. Dann erzähl du doch zur Abwechslung mal was, Cloud. Ja, geh vor. Ich will jetzt nicht unbedingt da drauf, während du auch da drauf bist. Na? Mach mir nicht mehr Arbeit. Haben wir überhaupt schon über die Bezahlung geredet? Also. Okay. Also ein bisschen länger gemacht, diesen Abschnitt, wie alles im Spiel. Schaffst du das? Natürlich. Blablabla. Hast mich schon wieder gerettet. Mit dir wird es echt nicht langweilig. War das ein Kompliment? Sarkasmus. Gewöhn dich besser dran. Und jetzt hat sie sich angeschlossen. Wir sind jetzt ganz in der Nähe des Bahnhofs von Sektor 5. Komischerweise tummeln sich hier recht viele Ungeheuer.
Na, sieh mal, wer hier wieder einen auf besonders cool macht. Ich kenne mich mit diesen Kreaturen einfach nur aus. Okay. Gut, damit können wir jetzt uns hier ein bisschen bewegen. Wo müssen wir hin? Da lang, das heißt, wir gehen erstmal da oben lang. Cloud, wo willst du hin? Oder auch nicht. So, Iris hat sich uns angeschlossen. Und ja, ihr Name wurde mit TH übersetzt. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich guck mal in das Handbuch vom Final Fantasy 7, was ich hier in der Nähe habe, rein. Da wird sie noch mit S geschrieben, genau. Das ist immer so eine Sache. Irgendwie, ihr Name wird entweder mit TH oder S am Ende geschrieben. Aber Sephiroth, Sephiroth, Sephiroth wird ja auch Sephiroth ausgesprochen. Also wird sie so oder so Iris ausgesprochen. Und ja, sie hat natürlich ja, Materia. Sie hat sogar Materia ausgerüstet. Cool. Gebet. Im möglichen Einsatz der Fertigkeit Gebet, mit der die TP aller Gruppenmitglieder geheilt werden. Frost und Vision. Limits Vision kann nur einmal während des Kampfes eingesetzt werden. Limit, okay. Das ist eine Limitfähigkeit. Und macht Vision. Und ja, ist ein bisschen offensichtlich. Sie ist die Magierin. Und ja, wir tun natürlich das hier ausrüsten, weil die anderen sind jetzt gerade nicht dabei. Und ja. Sie ist so mehr die Magierrolle in der Gruppe. Das heißt, bei ihr können wir mal so ein bisschen auf Magie und so gehen. Ne? Wäre die beste Idee. Jetzt hatten wir ja irgendwie nur so gemischte Charaktere, mehr oder weniger. Ich kann sogar hier aus und rein zoomen, merke ich gerade. Okay, was haben wir ja? Jetzt wird den Schaden, den durch Sturm verursacht wird. Sturm, also Zauber oder wie? Hä, wo ist denn der zweite? Okay. Egal. Magische Attacke plus 12. Magische Abwehr. Ich glaube, wir bei ihr tun wir MP Maximum erstmal erhöhen. TP kann eigentlich auch nicht schaden. Und magische Attacke plus 12, ja. So, beim Blocken erhält eine magische Schaden beim Blocken zusätzlicher Materia-Slot. Das ist doch das, was ich haben muss. Ja. Und also nicht alles andere ist irgendwie nicht gerade so interessant. Bin ich gerade. Sie braucht auch irgendwie mehr Punkte, habe ich so gefühlt, als Schaden von normalen Angriffen. Innerphysischer Schaden beim Blocken, ja. So. Gott. Jetzt kann sie auch eine Materia noch eine weitere ausrüsten und sie braucht noch links, ja, Mithril Reif hat sie ausgerüstet, magischer Reif, wie wäre es damit, ist aber schlechter als alles, okay, in allen Bereichen. Titanreif, den habe ich bekommen letztens, genau, durch den Boss, glaube ich, ja, nehmen wir das. So, und du kannst vielleicht den Titanreif ausrüsten, ne? Lederschutzreif. Ich verliere ein Verteidigung, aber ich bekomme dafür eine Menge Dings wieder. So. Das hat er übernommen, ne? Und Umschlag, MP Boost, Analyse. Alles klar, gut. So, Waffenmodi, nenne ich das. Ich wollte gucken, ihre Fähigkeit heiliger Magiekreis. Nachher, ja, und eine Materie brauchst du noch. So, heilen, Frost, Vision, Gebet. Ich würde sagen, sie kann mal MP Boost oder Magie Boost könnte sie eigentlich haben. Ne? So, hat sie heilen und einen Angriffszauber. Also schon mal was, wo ich sollte ja vielleicht Wind geben, ne? Weil Aeris, ne? Aero, Wind, ne? So, du bekommst Luft. Dann hat jetzt tiefer. Frost. Und jetzt ausgetauscht, heilen, behandeln, Frost, wiederbeleben. Hab ich irgendwas hier rausgenommen? Keine Ahnung. Ich weiß, ich tue jetzt hier wieder eine Menge hier
Wir brauchen Aurora, gut. Ja, lassen wir eine neue Vita Zauber hier ausrüsten. Okay, cool. Dann geht's mal jetzt weiter. Und da ist, glaube ich, eine Bank, habe ich gesehen, ne? Nee, okay. Sei aus wie so ein Kasten. Ich dachte, da wäre eine Bank daneben. Ich hab's ja gesagt. Hi, was bist du denn? So, erstmal alles wieder hier erkunden, analysieren, meine ich. So, dann schauen wir mal, Aeris. Aeris kann mit Magie angreifen und ihre Gefährten heilen. Wenn du, ja, jeder kann mit Magie angreifen. Wenn du mit 4 gedrückt hältst, führt sie eine magische Angriffsserie aus, mit der sie mehrere Gegner gleichzeitig treffen kann. Ich leg los. Ja, sie. Jetzt guck doch nicht so selbstgefällig in die Gegend. Okay, sie hat Fernangriffe mehr oder weniger mit ihren Angriffen, mit ihren normalen Angriffen. Das ist auch nicht schlecht. Jetzt hätten wir schon mal fast alle Charaktere, die wir im Spiel haben müssten. Fehlt noch einer. Diesen Charakter bekommen wir relativ spät, deswegen verstehe ich nicht, wie man diesen Charakter irgendwie gut gebrauchen kann noch. Kann auch physisch angreifen, oder? Halte drei gedrückt, um magische Kraft zu annullieren und durch Loslassen der Taste eine besondere mächtige Magie namens Sturm zu erfesseln. Ah, okay. Je länger du magische Kraft sammelst, desto mächtiger wird Sturm. So kannst du je nach Kampf kürze Angriffe eine schnelle Vorgehen empfehlen, Angriff mit viel Kraft entfesseln. Okay. Du kennst dich in den Slums nicht. Das Viech habe ich übrigens nicht analysiert. Verglichen mit dir vermutlich nicht. Ich weiß, wo ich trainieren, arbeiten und schlafen kann. Mehr gibt es nicht in meiner Welt. Lass bloß nichts am Image kratzen. Aeris, du schaut dich. Ne, Cloud. Ich hoffe, wir treffen jetzt noch mal so ein Viech. Was über da war. Nein, ich habe den nicht analysiert. Das stört mich. Es nagt sehr an mir. Das ist ein Bahnhof. Das sehe ich selbst. Ein Bahnhof kam aber vorhin in deiner Aufzählung nicht vor. Sehr witzig. Der hat jetzt schon die Schnauze voll von der. Ich hoffe, ich finde noch mal so ein Video irgendwann. Wie konnte das nur passieren? Bleiben Sie ruhig. Ich bitte Sie. Hey, was ist denn jetzt? Guck mal, guck mal. Sei ruhig, nicht so laut. Ganz schön was los. Bestimmt, weil man den Reaktor von hier aus sehen kann. Na ja, der Reaktor, der in die Köpfe geflogen ist. Er weint wirklich. Schaffen die? Ich glaube. Die sind eher besorgt. Du wolltest wohl auch wissen, was los ist, was? Wie? Ja, genau. Gehst du jetzt nach Hause? Oh, Geld. Ich bin froh, dass dir nichts passiert ist. Ist ein ganz schönes Stück von der Platte runtergekommen. Wirklich? Ich habe gar nichts bemerkt. Dann hast du aber Glück gehabt. Pass bloß auf dich auf. Noch etwas Geduld. Sämtliche Mitarbeiter setzen alles daran, dass der Betrieb wieder aufgenommen wird. Weißt du vielleicht, wie man ohne die Bahn nach oben auf die Platte kommt? Hey, Cloud, warte doch! Wolltest du mit dem reden? Muss ich schon unterbrochen? Gut. Und da sehe ich eine Bank, jawohl. Und einen neuen Song höre ich. Also da oben links wird mir jedenfalls angezeigt, ich höre nämlich nichts. Kate Sifs Thema. Ein Charakter, den wir nicht sehen werden hier im Spiel. Ist viel zu leise, ey. Ich habe schon den Fernseher laut gemacht, ich höre überhaupt nichts.
Ich höre irgendwie nicht den sein Thema daraus, wenn ich ehrlich bin. Das ist doch Kelsiffs Thema, oder? Ja, schon direkt ein paar Spoiler drin, ne? In diesem Teil. So, da können wir wahrscheinlich nicht hin, ne? Weißt du, ein Hula Hoop? Wo ist da? Warte. Oh nee. Bereit zum Ausstieg. Vorbereitung. Fertig. Formation. Oh. Noch einer von den Turks. Und los. Das ist ein Turk. Die geben wohl nicht so schnell auf. Scheint was Wichtiges zu wollen. Von dir oder mir? Wie auch immer. Sie dürfen uns nicht entdecken. Na. Dann nehmen wir die Seitenstraßen. Oh. Da gibt's aber Monster. Gut. Die sind mir lieber als Shinra. Gut, Monster. Willst du erwischt werden? Oh, ich muss noch mal hier gucken. Es ist eine Geschmackssache. Geh den Turks aus dem Weg. Durch die Seitenstraßen. Geh den Turks aus dem Weg. Okay. Die Hoffnung, dass ich dieses eine Monster noch mal finde, ist immer noch da. Ist so unheimlich, dass sogar die Slumbewohner einen Bogen drum machen. Das perfekte Versteck also. Deshalb kommt hier niemand vorbei. Hi. Wirksam, das würde ich dann nicht sehen, ne? Wenn ich die schon analysiert hätte. Klatsch. Wo kommen diese Wesen wohl bloß her? Sie konzentrieren sich auf den Schwächsten in einer Gruppe. Echt? Dann will ich jetzt nicht in deiner Haut stecken, Cloud. Boah. Ich hasse dich. Hört man nur von Cloud irgendwie. Hi, na. Ja, Iris teleportiert dich genau vor dir. Da! Nein, nicht anfassen. Hilf mir jemand? Mit jemand meine ich dich, Cloud. Na warte, jetzt gibt's auf. Also ich kann. Sie macht so oder so Fernangriffe, so wie ich das sehe. Ja, sie tut mit 1000 Punkten ihr heilen. Das ist nicht schlecht. Der Weg führt in eine Sackgasse. Die Bauarbeiten wurden wohl einfach nie beendet. Wo willst du das denn wissen? Warst du schon mal hier? Hm, verdächtig. Nein. Vielleicht auch nicht. Übrigens, Sackgassen sind geil. Da gibt es immer tolle Sachen. Hier, guck mal, all diese Boxen. Die hätte ich vorher nicht gefunden. Hm, Raketen sind hier überall, oder was? Fässer. Das ist wie so riesige Patronen irgendwie. Hier ist ja echt nix. Komm schon. Oh Gott, dann gehen wir zurück. Dann geht wohl unsere Story hier in den Slums von Sektor 4, Sektor 5 weiter, ne? Mehr oder weniger. Aber das wusste ich ja. Hm? Was ist da? Hebel ziehen. Lässt sich nicht öffnen. Vielleicht kaputt? Wenn wir dem Weg folgen, sollten wir drum herumlaufen können. Das ist eine Nebenstory. Mogri mit all. Ob man den hier irgendwie bewegen kann? Lass mich mal machen. Ich schaff das schon.
weiter gedrückt halten. Boah, bist du stark. Okay. Wie komme ich da hin? Aber und prüfe, ob sich das Tor von der anderen Seite öffnen lässt. Okay. Aber wir entfernen uns doch dann. So. Da, guck mal. Wie komme ich denn da hin? Oh, Boxen. Den muss ich boxen. Mit mein Schwert. Ja, Cloud boxt mit seinem Schwert. Der Teil schon mal gesehen. Nicht übertreiben. Ich leg los. Irgendwie verstehe ich es nicht. Sie greift so oder so alle an, habe ich das Gefühl. Kommst du darauf? Weil sie den Stärksten von uns angegriffen haben. So, mal hoch. Ah, ich wusste es. Wusste, man muss ja hochklettern. Iris steckt da irgendwie fest, glaube ich. Okay. Was ist das hier? Der Truhe. Ich wollte schon sagen, was war das für ein komisches Zeichen? So, Schwarzreif. Haben wir noch nicht, glaube ich. Okay, er ist nicht hier. Er ist hier. Haben wir für den Effekten Einsatz von Materia. Ja, Werte sind für einen Eimer, aber wir haben drei Dinger. Da verliert sie aber eine ganze Menge. 35 magische Abwehr, aber wann werden wir mal mit magischer Abwehr konfrontiert, ne? So, hoffentlich gut, dass die Materie direkt irgendwie ausgewechselt wird. So, und dann gehen wir eben MP Boost, ne? Würde ich sagen. Um für diese verlorene MP Verteidigung zu kompensieren, ne? Also für im weiß er nicht. Vielleicht gerade Zeit wird irgendwie Materia wichtiger sein als die Werte. Das Spiel ist so oder so schon irgendwie voll schwer, habe ich so Gefühl. So, wie sollen wir denn bitte schön hier so auf die andere Seite hinkommen? Da müssen wir ja irgendwie so rumgehen, ne? Wir entfernen uns immer weiter von dieser Nebenquest. Und sich nicht gut finde. Ich will da nämlich hin. Sieh mal, das ist das Zentrum des Slums. Ist noch ein gutes Stück. Weil wir einen Umweg gelaufen sind. Bist du etwa müde? Wohl kaum. Ja. Ich auch nicht. Aber Hunger habe ich. Was ist mit dir, Cloud? Dir verdirbt wohl nichts die Laune. Sobald wir da sind, gibt's Essen. Keine Zeit, danke. Aber meine Mutter ist eine richtig gute Köchin. Also keine Widerrede. Leg lieber einen Zahn zu, sonst kannst du nur noch meinen Teller sauber lecken. Dann guck mal, ich habe immer noch diese einen Monster getroffen. Was soll das? Komm schon. Ja, das Lied kenne ich. Hi. Nein. Ich kann ihn töten, bevor der irgendwas macht. Ah. Bonk. Schon wieder voll weggeflogen. So fliegen die Frösche immer so weit weg.
So, ah, guck mal da. Da muss ich in der Hauptstory hin. Okay. Okay. Wir haben schon 30 Minuten. Mal kommen, da hinten werden wir aber noch hinkommen, ne? Den. Halt, wo bin ich jetzt? Oh, das sieht ein bisschen groß aus. Hier passiert da irgendwas. Und wenn nicht, dann wird hier irgendwann später was passieren. Oh, das sieht komisch aus. Sieht nicht voll gerendert aus irgendwie. Okay, hier sieht es irgendwie so aus, als wird hier irgendwann mal was passieren. Hier kommt bestimmt irgendwann voll der riesige Boss oder so, ne? Diamant Weapon. Nein, Quatsch. Wir sollen das gehen. Darum ist viel später auf. Kommt ein optionaler Boss gegen Bosskampf gegen Sephiroth. So wie in Kingdom Hearts. Irgendwie so was, ne? Das wäre es ja irgendwie. Oh, da ist eine Truhe. Oh, okay. Hi. Warte mal hier. Allheim. So, ich wollte schon sagen, irgendwie, ich dachte jetzt, werden die Truhen mit echt coolen Zeugs hier gefüllt. Den Schwarzreif und so, aber. Na, jetzt gehen wir wieder zurück zu Allheilmittel und so langweiliges Zeug. Sind das Roboter? Ein älteres Modell. Da müssen wir auch noch gegen die Viecher kämpfen, ne? Ich guck gerade, kommen mir die bekannt vor? Ich weiß ja nicht, wie die in HD aussehen irgendwann, ne? Einige Monster. Na, dann gehen wir auch kurz schnell hier hoch und dann können wir den Park beenden. Was ist denn hier los? Da sind goldene, das sind goldene Thronen und da ist eine gelbe Materia. Also ein Kommando. Wie komme ich dahin? Werde ich wohl irgendwann mal hinkommen können, ne? Okay, das werde ich mir merken. Jedenfalls, ich beende jetzt erstmal ihren Part und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei Final Fantasy 7 Remake. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen und den Kanal weiterhelfen. Und tschüss.